Hallo und herzlich willkommen zurück zu Devil May Cry. Ich bin Mr. Cutter für euer Let's Play, das Kaninchen. Wir müssen uns erstmal ein wenig heilen. Wie komme ich da ran? Wie komme ich da ran? Hoch? Und wie komme ich an den Schlüssel? Weil das hier ist ja alles. Ja? Ist das? So. So, dich nehmen wir. Wir nehmen dich. Aber wie kommen wir jetzt an den Schlüssel? An den Schlüssel sag ich schon, an das Heilzeug. So nicht. Nein, sorry. Kann ich die einfach runterschießen? Weiß ich gar nicht. Sieht nicht danach aus. Ha, vermutlich. Geht es hier doch irgendwo noch lang, was ich nicht weiß. Hier aber nicht. Hier nicht. Hier unten auch nicht. Nein. Wir müssen abseits von dem bisschen Heilung uns mehr um das kümmern, was hier noch so versteckt ist. Denn da drüben wartet noch eine Seele auf Errettung. Hier hoch? Kann ich? Ach, guck mal, einer schau. Kann ich von hier darauf schießen? Ja! Ach, guck mal, einer schau. So geht das. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir... Warum flimmert das da so? Hier können wir auch hoch. Okay, hier kommen wir nicht. Hoch! Oh mein Gott. Hier kommen wir hoch. Was bringt mir das, hier hochzukommen? Nichts. Und dann schauen wir mal. Wie komme ich dort lebend hin? Nein, ich war doch. Shit. Alles, was es hier gab? Ich gehe natürlich jetzt einen Weg, der normalerweise nicht der eigentliche Weg ist, ne? Kann ich hier einfach drauf? Okay, damit komme ich nur wieder hier herum. Na gut. Ich gehe mal davon aus, wir haben jetzt alles erkundet. So, das ist jetzt mein Postulat. Hallo. So eklig aus. Stupidity. Oh. Nee. Spinnen. Ach, dass er die Spinnen nicht angreift. Okay. Können wir hier irgendwas machen? Wir haben 1000... Geld, 1500 Geld und 3 Fertigkeitspunkte. Wir können ja mal gucken, bei Osiris hätten wir noch den Reißwolf. Können wir noch verbessern, wir können Double Up. Wow, okay. Mitreißen, ergreift mehr. Das klingt natürlich gut. Niederreißen, nee. Strähne. Okay. Okay. Was hatten wir bei Arbiter? Was können wir da noch? Urteil 2. Ein langsamer, mächtiger Drehangriff. Erhöhter Schaden. Ah, also, okay. Schwung. Hübsch.
Rebellion nutze ich ja eigentlich kaum noch. Ach, eigene Fertigkeiten könnte ich auch noch. Gegenschritt. Ah, nee, das kriege ich alles eh nicht hin. Okay, direkt vor einem gegnerischen Treffer. Klar. Engelsausweichmanöver. Und Verwundbarkeitszeit. Nüt. Okay, die beiden könnte ich aber doch machen, weil ich versuche ja schon vor den Gegnern auszuweichen. Cool. Absprung. Ich glaube, ich nehme denn doch die beiden, einfach um die Möglichkeit zu haben, diese Fähigkeit zu nutzen. Und dann gucken wir mal, wie sieht's hier aus. Können wir hier noch Regenschirm? Süß, aber nutze ich eh nicht. Dann würde ich sagen, wir... Was ich mehr nutzen, ne? Ich weiß es noch nicht, was ich nutze. Wer könnte mir vielleicht noch was kaufen? Kann ich hier... Ich würde gerne ein Gesundheitskreuz kaufen. 3500! Ja, nee, ist klar. Dann latten wir das. Tschüss! Ich finde das ja fantastisch, weil... Also generell diese Umgebung hier... Weil mich das zum einen extrem an Alice Madness Returns erinnert und zum anderen an Alan Wake. Und wir haben einen Bronzeschlüssel, wenn ich mich nicht täusche. Kupferschlüssel. Guck mal, was da für eine Herausforderung auf uns wartet. Töte alle Gegner innerhalb der Zeit. Gegner können nur durch Dämonenwaffen verletzt werden. Was ist eine Dämonenwaffe? Ach so, ich verstehe. Falsch. Das wollte ich nicht. Wir sterben davon aber nicht, ne? Die töten sich nicht. Ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es, ich verstehe diesen... Ich kann die doch töten. Hä? Wieso? Was? Wieso kann das denn nur von... Was? Das... Okay, sorry. Also, da habe ich... Ich weiß nicht, vielleicht ist das ein Übersetzungsproblem oder ich bin einfach dumm, aber...
Nun ja, wir haben es geschafft. Wir haben ein weiteres Gesundheitskreuz. Yay! Hauptsache, wir haben es geschafft. Das ist wichtig. Was ich mich jetzt spontan noch frage... Warum bin ich da nicht drauf gelandet? Nein, warum bin ich da nicht drauf gelandet? Nein, auch nicht. Kann ich dorthin? Nein, kann ich nicht. Okay. Oh, Kacke. Mich um, weil es ist zu verlockend, hier einfach nur hochzulaufen. Das ist zu verlockend. Na egal. Da hinten muss ich hin. Ach, guck mal, da ist noch irgendwas. Da ist auch irgendwie... So was wie euch will keiner. Oh. Okay. Das war anders geplant. Also, weiß ich nicht. Oh, hallo. Okay. Ich kann da lang. Hier sehe ich aber... Über uns ist was. Ah. Ich könnte von da nach da und dann hier hoch. Ist das ein Plan? Das ist ein Plan, ne? Ja, toll. Aber wie komme ich da hoch? Von der anderen Seite. Da oben lang. Ist echt schwierig, das abzuschätzen, dass man nicht einfach runterfällt. Und da hoch. Da würde es weitergehen. Das möchten wir noch nicht. Ist ein Schlüssel. Aha. Habt ihr ihn gesehen? Da hinten ist ein Schlüssel. Frage aller Fragen, wie komme ich da dran? Aber die Frage ist immer noch, wie komme ich da ran? Denn ich bin jetzt zwar hier... So komme ich da dran. Ah ja. Nee. Ich muss von... Hier... Ich muss von da hoch, glaube ich. Das war schon sehr gut. Das Abspringen muss mir denn noch gelingen. Ah! Steuerung! Das ist natürlich das Ganze für Controller gemacht. Aber wer? Ich hab keinen. Dafür haben wir jetzt einen Silberschlüssel. Und das ist doch auch schon mal was. Und da ist auch was. Seht ihr das? Krieg ich doch mit der Axt auf, oder? Nope.
Noch was Mächtigeres als die Axt? Scheinbar. Was? Da kann ich noch weiter hoch. Seht ihr das? Alter, was ist das denn für ein krasser Raum? Ich hoffe nicht, dass ich das muss. Also, ich hoffe, dass ich das noch muss. So muss ich das sagen. Was ist das denn? Komm her. Papa will hier hoch. Ach, guck mal da. Oh, wie komme ich denn da hin? Ich kann da hoch. Warte. Ich glaube, ich habe auch so viel übersehen schon. Also davon gehe ich mal aus, dass ich ganz viel übersehen habe. Aber das... Nein, nein! Oh. Da hinten muss ich immer wieder hin. Ach ja, ja, ja. Dämonenmodus ist Dante gegen das Höllenfeuer immun. Was war der Dämonenmodus? Und dann nur mal so nebenbei. Dämonenmodus ist mit. Weiter hier erkunden. Das müssen wir jetzt noch machen. Okay. Nee, nee, geht nicht. Ich möchte nicht ran. Ich möchte jetzt da drüber. Okay, ich muss noch höher. Oh, da ist erstmal. Ich muss noch höher kommen, aber ich komme nicht noch höher. Ich könnte natürlich versuchen, da jetzt dran zu chargen. Aber das Problem ist, dass ich dann im Flug mit der Sense das darunter kaputt hacken muss. Ich gehe erstmal den anderen Weg. Von hier komme ich doch bestimmt da dran. Das wollte ich gar nicht. Okay, schön. Jetzt haben wir hier diese Abkürzung gebaut. Das ist ja ganz toll. Aber da ist doch garantiert was drin. Oh, Kacke. Das machen wir in dieser Folge noch. Damit endet die Folge, dass ich versuche, da reinzukommen. Also dran springen, dran chargen und... Nein! Fuck. Okay, wo bin ich hier? Das Coole ist natürlich, wenn ich jetzt sterbe. Wieso kann ich denn aber nicht da... Da oben, wie komme ich denn da hoch? Ich müsste von da hoch, aber da komme ich nicht hin.
Nein! Es geht nicht, er hält sich da nicht fest. Na, ihr seht da, er hält sich da nicht fest. Das war aber mehr als knapp. Und hektisch. Er hält sich da einfach nicht fest. Ha. Scheinbar fehlt mir da noch was. Was? Er ist ausweichen? Wieso ist er denn ausweichen? Naja. Wie dem auch sei. Ich müsste da oben drauf landen. Das kriege ich aber nicht hin. Ich komme aber auch da nicht hoch. Oder komme ich hier irgendwo? Ich meine, hoch genug komme ich. Aber ich kann mich da nicht festhalten. Ach ja, natürlich. Na gut, dann würde ich sagen, wir gehen beim nächsten Mal... Oh, da bin ich. Das müssen wir denn... später mal machen. Denn uns fehlt ja eh für das... ich habe jetzt mit der Foto drauf gehalten. Für das da hinten... eh noch irgendwie eine Special-Axt oder sowas und deswegen gucken wir das beim nächsten Mal, wenn wir hier sind, wenn wir wieder hier zurückgehen, uns mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Kaninchen. Tschüss.